haben wir schon. Warte mal. Können wir noch andere Mutagene einsetzen? Nee, leider nicht. So, dann mal speichern. Ich glaube, in die falsche Richtung, oder? Oh, Scheiße. Ich bin ja nicht mehr so weit. Oh, hallo! Ich krieg einen Krampf im Finger, ich krieg einen Krampf im Finger. Ja. Der Held muss einmal kurz das Eis aufessen. So, gerade so eine leicht ungünstige Stelle. Ich kann das Eis auch nirgendwo ablegen. Ja, kriegen wir schon hin. Das stört doch nicht, wenn ich kurz aufhöre, oder? Hab's gleich. Da geht's nicht runter, ne? Da geht's runter. Da kommen bestimmt noch Kämpfe. Ich bin schon am Überlegen, was ich gleich nach der Cola trinke. Ich habe nämlich endlich hat die Aldaria wieder Energy. Ich bin wieder die glücklichste Frau der Welt. Da wird kalt. Kalt! Mein Hirn friert ein. Oh. So, dann malen wir mal schön das Bild zu Ende. Wir sind nicht beim Finn. Ja. In der Tat wollen wir das. War ja das, was eben bei der 2 rauskam, ne? Ihr wolltet das. Mir ist es eigentlich egal. Davon mal ganz abgesehen, wir spielen es sowieso nochmal neu. Später, irgendwann. Im Laufe der nächsten Jahre. Bestimmt nochmal. Ich will ja die anderen Enden sehen. Hallo. Ha. Warum seht ihr eigentlich alle gleich aus? Eine unsichtbare Macht zieht ihn weg.
leicht unheimlich. Ich glaube, wir spielen das Spiel heute tatsächlich noch durch. Oh Gott, dann muss ich. Dann fange ich ja morgen schon mit voll, oder? Ja, lach du mal. Du volle Fuchser. Fallout 4. Fallout New Vegas. Dafür wurde ja mehrheitlich abgestimmt. Ist doch gut. Ja, stimmt. War ja auch deine Idee, Duftel. War deine Idee. Komm ich sogar drauf. Bin echt gespannt. Alter. Ja. Von wie haben so schnell die Fenster und Türen verbarrikadiert? Ich muss mich umsehen. Die Rüstung war nutzlos. Da sind die Klauen durchgegangen wie durch Butter. Hier hat sich die Formation aufgelöst. Sie sind geflohen. Hier ist uns nichts mehr, oder? Ne? Die Rüstung war nutzlos. Nein. Da sind die Klauen. Ja, ha, ich weiß es. Ah, oh. Eine Straßensperre. Oh, hier kommen aber alle Vampirarten. So, iss ein Knödel währenddessen, bitte. Du kleine Piep. Wo hast du doch nicht mehr alle? Wer hat dir eigentlich ins Gehirn geschissen, ey? Komm doch mal her hier. Warum nehme ich eigentlich Schaden, wenn ich hier nicht tue? Warte. Wir werden sterben. Wir werden ganz gewaltig sterben. Ja, werden wir. Warte mal. Okay. Gehe ich halt mit Quinn vor. Ja. Ich habe ja auch nicht damit gerechnet, dass ich irgendwann komplett für ab 18 streame. Woher wollte ich das Kinder zusehen? Jetzt mittlerweile. Ich kann mich teilweise tatsächlich nicht zurückhalten. Wenn ich schimpfe, dann schimpfe ich. Die Rüstung war nutzlos. Dann rutscht doch mal was anderes raus. Durchgegangen wie durch Butter. Ich bin also kein gutes Vorbild. Hier hat sich die Formation aufgelöst. Sie sind geflohen. Ich bin auf dem Geist. Denke, wir können einen Schaden fürs Leben nehmen. Ja. Ja, wenn sie es nicht schon haben. Wenn sie es nicht schon haben. Achso, warte, Quinn. Eine Straßensperre. Ja, eine Straßensperre. Achso, warte mal, Vampiröl. Bitte einmal direkt aufs Schwert. Lass mich, du blöde Kuh. Du blöde Kuh, du! Was denn? Seh dich. Also eigentlich sehe ich die nicht, aber. Alter, du. Wer hat dir eigentlich den Tag versaut, ey? Alter. Hörst du jetzt? Sag mal! Hat deine Mutter dich nicht gelehrt, dass man freundlich zu fremden sein soll?
Du kleiner. Seh dich, ich weiß, dass du da rumlungerst. Ich komme noch nicht mal dazu, mein Zeichen zu machen, ne? Scheiße, ne? Haben euch eure Eltern nicht beigebracht, dass man ältere Männer nicht schlägt? Ich lass mich in Ruhe. Hallo! Lass mich! Lass! Darf ich jetzt mal bitte? Hin. Ja, ich weiß, da bist du. Natürlich bist du hinter mir. Geralt. Weg da. Warum? Nein. Brenn. Ich würde dich damit nicht zwicken. Das ist, wenn du unsichtbar bist. Das so ist. Stirb. Nee, das war die falsche Richtung. Nein. Ja! Blöde! Du blödes Streichholz! So, warte mal, meine Rüstung ist kaputt. Shame Lady. Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Jetzt hat aber alles gelitten. Ja? Hui. Ja, jetzt wäre ich tatsächlich mal dafür, dass man. Ja, mal alle ins Feuer schmeißt. So. Okay, die Spuren weiter hier. Sie müssen sich in der Bank verbarrikadiert haben. Und dafür brauche ich aber jetzt nicht den Passierschein A38, oder? Au! Okay, das war zu weit. Huch, Scheißviech! Brenn doch einfach!
es geschafft. Ganz allein. Das ist hier schein. Oh, 83B. Sie hat auf dich 38B. Geschlagen, wie ich ja. Sehe. Ja. Du musst dich mit deinen Männern zurückziehen. Sofort. Ich bin dieser Stadt verpflichtet. Du hast da was im Gesicht, Junge. Nicht, wenn du deine Männer abschlachten lässt. Damien, du erinnerst dich an unser Gespräch im Palast? Ich sag's noch einmal. Deine Leute haben keine Chance. Männer, Verwundete versorgen und Rückzug vorbereiten. Das ist das einzig Richtige. Hör genau zu. Gegen Vampire braucht ihr Silber. Lasst eure Alchemisten so viel Vampiröl wie möglich herstellen. Gallonenweise. Überzieht eure Klingen damit. Haltet nach Alpen und Buchse Ausschau. Die wohlgeformt. Sie sehen wie Frauen aus. Nur manchmal sichtbar. Bomben mit Silbersplittern sind angeraten. Danke, Hexer. Hoffentlich bist du das Geld wert, das die Herzogin dir versprochen hat. Und hoffentlich bringst du den Kopf dieses Scheusals auf einem Spieß an. Ja, mal gucken, nicht? Weil er nackt ausziehen und auf die Straße kann wie ein Huhn. Ja, ach. Ich vergesse das immer mit den Kackbomben. Weiß, dass ich sie habe. Ich habe andere Pläne. Und welche? Ich kann nur sagen, dass ich Sianna dazu brauche. Du kennst die Entscheidung der Herzogin. Sianna wartet auf ihren Prozess. In Haft. Ja, das weiß ich. Aber hinnehmen muss ich es nicht. Du kannst dir das leisten. Ich nicht. Ich habe der gnädigen Herzogin Treue. Och ja, die gnädige Herzogin. Ich kann dich nicht zwingen. Ich versuch's auch nicht. Aber eine Frage solltest du dir stellen. Wie wirst du dich morgen fühlen, wenn ihr noch mehr Soldaten begrabt, die du hättest retten können, aber es nicht einmal versucht hast? Ich verschwende hier meine Zeit. Moment. Als ich Sianna zuletzt gesehen habe, wurde sie von der gnädigen Herzogin in das Spielzimmer des Palastes eskortiert. Ja, in das Spielzimmer also. Für Kinder? Bist du sicher? Ich arbeite seit Jahren im Herzogspalast. Ich kenne jeden Winkel. Natürlich bin ich sicher. Spielzimmer? Sicher. Was hat die Herzogin getan? Sie hat Spielzimmer, ja. Ich glaube, wir denken ich das Gleiche, oder? Ich habe gesagt, was ich weiß. Was nun geschieht, gibt mich nichts an. Schön. Verstanden. Ich kümmere mich darum. Ihr zieht euch in die Kasernen zurück. Bin mir da ziemlich sicher. Folgt einfach meiner Spur. Der Weg müsste frei sein. Ich sollte Regis Bescheid geben, damit er herkommt. Sollten wir. S und M. SS und M. S und M. Ach ja, das hätte auch noch geholfen. Ja, Mondstaub. Das guckt. Tatsächlich habe ich. Ich werde zwar eh vergessen, aber in aller Not haben wir es. So. Sagt Regis, wir treffen uns im Palast. Wir müssen ins Spielzimmer. Habe ich ja gerade. Hier gerade gespeichert. Oder frag. So. Wir müssen ja immer noch. Will ja eigentlich das hier machen, ne? Können wir dafür nochmal zurück. Ich staune. Oh,
hier hin. Das würde ich ja eigentlich machen, ne? Da hängt was. Ja klar, du stirbst jetzt sofort, oder was? Clemos Einheit ist hin? Cosma ist tot? Ja, was denn? Hauptmann Damian? Er hat sich in den Palast zurückgezogen. Da hing doch wirklich was. Das war doch so. Hast du es gerade eilig? Und wie? Nun sei so gut und geh beiseite. Das Chaos in der Stadt. Weißt du, was da los ist? Natürlich. Es ist sehr ärgerlich. Jo. Ich bin so kaputt im Kopf. Ihr siehst, du passt doch perfekt hier rein. Ich muss den Unsichtbaren... Wie ist das hier nicht? ...sehen und überreden, Detlaff aufzuhalten. Es ist dringend. Ich habe gehört, du könntest mir da helfen. Also wirklich. Der gute Regis braucht wohl eine Lektion. Er ist sehr... indiskret geworden. Und du? Es gibt schlichtere Methoden, sich zu entleiben. Du könntest von irgendeiner Brücke springen. Ich will nur mit ihm reden. Ich mag dir nicht. Reden. Köstlich. Er reißt dir den Kopf von den Schultern und macht Hackfleisch, Hackfleisch aus dir, bevor du auch nur den Mund aufmachst. Lass das meine Sorge sein. Wirst du tun, worum ich dich bitte? Auch ich zöge es vor, wenn die Stadt wieder ruhig wäre. Aber ein solches Geheimnis einem Hexer offenbaren? Weißt du was? Ich hab wieder leicht Hunger. Komm mit mir. Nee, ich dachte nicht, aber na doch, auf so Mettbrötchen mit Zwiebeln? Doch, könnte ich schon. Darauf hätte ich echt Bock. Das ist Jägersoße. Oh, ja gut. Das war auch noch lecker. Mit Hähnchenfleisch. Klingt lecker. Klingt einem lecker. Menschen würde ich jetzt sagen, dass jede Verzögerung weiterer Tode nach sich zieht. Aber ich bezweifle, dass dir das etwas bedeutet. Zu Recht. Das tut es nicht. Hühnerfrikassee ist auch lecker. Wo willst du hin? Habe ich lange nicht mehr gegessen. Siehst du, ich habe da eine Art Unterschlupf direkt vor Buffet. Sehr, sehr lange nicht mehr. Ein Waisenhaus, um genau zu sein. Mir haben die Vöglein zugeflüstert, dass das gar nicht. Etwas Schreckliches. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich Hühnerfrikassee gegessen habe, ist 3 Jahre her. Unter den aktuellen Umständen muss ich das ernst nehmen. Sicher, oh, verstehst du gar nicht. Ich mag eigentlich auch überhaupt kein rohes Fleisch, aber Matt, frisches Matt, frisch vom Schlachter, dann auf ein frisches Brötchen. Dazu dann schöne Zwiebeln obendrauf, ein bisschen, vielleicht ein bisschen Würzen. Ah, lecker. Das hier muss ja ein Vermögen gekostet haben. Ja, 3 Jahre ist es her. Ich habe nun mal eine Schwäche für Kinder. Das heißt? Das heißt, dass ich... Lecker. Moment. Na, Schabermett mag ich nicht ganz so. Blut. Thüringermett. Leckeres... Leckeres Thüringer Mett. Arno! Arno! Viele, viele Tote, Kinder. Arno. Nee. Die gastige Schwein für dich. Ja, aber du gehörst mir doch schon. Ich lasse dich nicht mehr los, keine Angst. Was ist passiert? Wo ist Arno? Rede! Psst! Sonst kommt das Monster. Okay, dann werde ich traurig. Kommt drauf an.
Schon gut, Kleiner. Du bist in Sicherheit. Diese Wunde da an der Seite sollte versorgt werden. Ich hatte solche Angst. Solche Angst. Wovor? Du kannst es uns sagen. Lass dir Zeit. Ich bin von den Glocken aufgewacht und von den Schreien. Ich habe mir die Decke über den Kopf gezogen, aber sie waren so laut. Und dann hat irgendwas auf das Dach geschlagen. Bumm, bumm, immer lauter. Und Onkel Arnaud ist gekommen und hat gesagt, seid ganz leise. Psst, dann passiert euch nichts. Der Hurensohn hat sie im Stich gelassen und ist abgehauen. Nett. Wirklich nett. Wer ist dieser Arno? Der Betreuer. Er hat mit seiner Frau auf die Waisen aufgepasst. Okay, ist doch gegen ein großzügiges Entgelt. Mhm. Ich sehe sie nicht, ich höre und rieche sie nicht. Sie sind geflohen, haben die Kinder als Köder zurückgelassen. Onkel Arno hat gesagt, wir sollen still wie die Mäuschen sein. Dann kommt das Monster nicht. Aber es ist doch gekommen. Dann wart ihr nicht leise genug. Oder ihr habt einfach zu gut gerochen. Nee. Und dann? Bates, Njev, Mora und die anderen sind rausgelaufen. Aber meine Schwester Anna und ich haben uns hier versteckt. Aber Anna hat angefangen zu weinen. Ich habe ihr den Mund zugehalten und psst gesagt, bis sie aufgehört hat. Du meinst, du hast sie. Lass ihn. Ich weiß jetzt genug. Ich auch. Er hat seine eigene Schwester umgebracht. Ich bleibe bei dem Jungen. Er soll nicht schon wieder allein sein. Du jagst diesen Abschaum. Bring mir seinen Kopf. Dann helfe ich dir mit dem Unsichtbaren. Weißt du, die halbe Stadt geht unter und ich soll jetzt dem Vollidioten hinterher. Oh. Gut, mal sehen, ob Gollum ich eine Spur finde. Wunderbar. Was? Nur zu, an die Arbeit. Also mit Gollum möchte ich jetzt nicht unbedingt knuddeln. Komm, Kleine, ich sing dir was vor. Wölfe schlafen tief im Wald. Dann heißt das Lied. Durch den nun der Ruf der Eulen schallt. Doch nur eine Seele liegt ganz wach. Hat noch an Hexen und Geister gedacht. Oh, sing mit, ich kann nicht singen. Wenn ich wirklich singen könnte, dann hätte ich es wahrscheinlich gemacht, aber. Ah. Ich liebe dieses Lied. Das ist so schön. Noch an Hexen und Geister gedacht. Schöne Melodie. Oh, sing weiter. Ich hab das Lied ja in meiner Playlist. Ich bin zufrieden. Okay, jetzt ist nichts mehr. Nur noch durchsuchen mit den Hexersinnen. Bauchwand an drei Stellen aufgeschlitzt. Organe und Arterien verletzt. Das Biest hat die Kinder getötet, aber nicht gefressen. Wurde es verscheucht oder abgelenkt? Nichts? Definitiv nicht?
Wo? Wo bitte bist du jetzt gestolpert, Geralt? Gegen die Wand geschleudert. Immer diese unsichtbaren Stolperfallen. Setz ja raus, wenn du die Toten befragen. Gut. Du willst zum Laufen und Saufen mehr so helfen. Das war echt zu bezweifeln. Wunden an macht Kopf, sich besser. Hals und Schultern. Das Monster hat von oben angegriffen. Ja. Ist wohl vom Dach gesprungen. Gleich. Clownspuren. Guck doch scharfe, erst krumme mal. Clown. Das Monster hatte keine Probleme, aufs Dach zu klettern. Ich bin doch jetzt von oben sehen. Warum gehe ich da rein? Ah ne, weil ich sie da gar nicht mehr drin habe. Dabei habe ich sie, ja. Dann wieder die Frage, wo ist sie nochmal? Da. Doch da. Der singt in dem Theater mega schön. Ja, das ist auch schön. Hier wieder mit dieser Kacklampe rum. Nee. Und vielleicht. Jetzt noch hoch. Okay, unsichtbarer Stöberfallen. Yep. Ja, geil. Nee, das kenne ich gar nicht. Das habe ich mich nicht erschreckt. Diesmal habe ich mich tatsächlich nicht erschreckt. Doch, leider schon. Ich kenne es leider nicht. Ich weiß schon über mein Haupt. Kannst mir ja nachher mal anhören. Hui. So. Pfotenspuren. Pfoten. Zweibeiniges Monster. Läuft gebeugt. Der ist noch ein totes Kind. Kehle aufgerissen. Kehlkopf zerschmettert. Oben fliegen die Vampire rum. Hier liegt noch ein totes Kind. Glatte Wundränder. Die Klauen gingen wie durch Butter. Junge, dünne Knochen bieten kaum Widerstand. Aorta zerschlitzt. Daneben Bissspuren. Aber alt und vernarrt. Pin nach dem Stream. Okay. Weiß ich Bescheid. Es ist kein Blut. Ich muss nachforschen. So, Geralt der Schnüffler kommt wieder. Geralt der Schnüffler. Ach, da. Ach, komm. Schleim. Vielleicht Gift? Hm. Das verkürzt die Liste der Verdächtigen. Giftdrüsen, lange Klauen, Blutsauger. Es muss ein Garkin sein. Ein Alpha-Exemplar. Ein Garkin tötet zum Vergnügen. Die Kinder haben ihm nur Appetit gemacht. Ich komm, ich bin gewiss hat er auch die Betreuer verfolgt. Ja, gut. So. Wahrscheinlich ist es einfach in der Nähe, aber wir gucken mal. Nicht so schnell, Plätze. Ja, vor allem weiß nicht. Okay, wir machen es ohne Pferd.
Ja. Hier laufen die Spuren vom Garkin und vom Wagen zusammen. Ob das Vieh sie eingeholt hat? Okay, jetzt können wir. Ja, plötzlich ist er schon da. Los, lauf! Ihr reitet hier entspannt entlang. Auch nicht. Ist von der Straße abgekommen. Die Pferde müssen durchgegangen sein. Nee, dann verbringt ihr nichts. Zudem sehe ich mir jetzt genug. Hätte ja sein können, dass da Geister sind. Hätte. War aber nicht. Tada. Der Garkin hat sie eingeholt. Hier endet die Spur. Ich muss mich umsehen. Die Wunden sind schwer. Wenigstens hat es nicht lange gelebt. Das ist eher mit seiner Plötze. Plötze Kind. Er hat sie zerrissen. Und dann ihr Blut drin. Getrunken. Bis zum letzten Tropfen. Der Garkin hat sich hier vollgefressen. Mhm. Vermutlich ruht er sich in der Nähe aus und verdaut. Aha. Da hängt wieder was. Langsam. Langsam. Huch, eben hing der da. Ach doch, da hängt er noch. Dahin. Wieso zweiter wollen? Hallo, du hast aber ein schönes Lächeln. Ich häng mir deinen Kopf an den Sattel, du Bastard. Leitwolf. Naja, nach einem Wolf sieht das nicht aus. Warum krieg ich dich schon wieder hin und die anderen aber in der Stadt nicht? Boah, okay, ich hätte mal nichts gesagt. Kann ich speichern. Weil es ist so knapp vor Stufe 51. Das ist doch nicht euer Ernst. Gerrit hat da ein Gespür für. Hier hat mein Pferd in falsche Richtung. Ja, ich weiß es doch selber. Ja, das ist ja nicht. Ey! Stimmt. Das muss er. Ich glaube, es gibt nur wenig, was Gerrit nicht über Monster weiß. Schnee oder Sand. Ich würde ja sagen Sand. Wasser. Man hört die Glocken. Aha. Ah ja. Lass ihn los. Sofort. Mhm. Ich dachte, du würdest länger brauchen. Richtig. Ich bin auch noch nicht fertig. Ich muss mich noch um eines kümmern. Dich. Das Waisenhaus ist also dein Weinkeller. Das habe ich nicht gedacht. Dein Blutschrank. Ja, doch.
Na, na. Ich habe nie behauptet, dass ich den Kindern aus reiner Herzensgüte helfe. Gerade deswegen. Du möglicherweise zur Kenntnis nehmen könntest. Ja, dass sie so eiskalt ist. Geh raus, kleiner Mann, und mach die Tür hinter dir zu. Nein! Tu ihr nichts! Tante Oriana hat sich um uns gekümmert. Sie hat uns von der Straße geholt, uns Bonbons gebracht und was vorgesungen. Lass sie in Ruhe! Siehst du, Hexer? Die Welt ist nicht schwarz-weiß. Sie hat zahllose Schattierungen. Es stimmt, dass ich von den Kindern trinke, aber ich bringe sie nicht um. Und ich habe ihnen viel zurückgegeben. Ich gerate ständig in Zwickmühlen. Situationen, in denen es schwer zu beurteilen ist, was richtig ist, und dann eine Entscheidung zu treffen. Das hier ist keine davon. Du widerst mich an und verdienst den Tod. Aber? Ich bin in Eile und du versteckst dich hinter einem Kind. Also überlebst du dieses Treffen. Ich lasse dich leben. Ich habe den Auftrag erfüllt. Ein Garkin hat die Kinder getötet. Einer der Vampire, die Detlef herbeigerufen hat. Er sollte die Stadt angreifen, aber dann hat der Geruch der Kinder ihn hergelockt. Ja, der trägt wirklich weit. Seine Süße kitzelt in der Nase. Oh, es ist doch nun mal so. Und lässt einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Die ist es gerade nicht wert. Die kriegt ihr auch später. Der Älteste der Unsichtbaren. Wo finde ich ihn? Wir spielen es ja nochmal, danach bringe ich es um. Westlich der Stadt hinter dem See. Im zweiten Run. Such nach einer Höhle am Ufer. Und dieser Stein öffnet eine verborgene Tür. Du bringst mich nicht hin? Ich suche den Unsichtbaren nur auf, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Wenn du ihn triffst, weißt du warum. Ich komme dich eines Tages holen. Das ist dir doch klar. Dann werde ich nach dir Ausschau halten. Blöde. Dein Kopf wird bald rollen. Spätestens im zweiten Run. Schade, dass man die Leute nicht nachträglich noch töten kann. Ich sollte Regis rufen. Pimpiat. Gib mir über die Raben Bescheid. Oh, jetzt müssen wir schon wieder mit blöden Viechern reden. Ah, jetzt Stufe 51, sehr schön. Weißt du? Und der denkt sich wahrscheinlich nur so, ist der behindert im Kopf, dass er mit Vögeln redet? So hat er sie nicht mehr alle. Ja. Mein Katzen-Emote. Also, ich warte am Anleger. Du weißt selber nicht, was er zu den Viechern sagen soll. Würdet ihr ihm das sagen? Das ist echt verdammt. Ja. In der Tat. Du hast Oriana getroffen. Wie war es? Aufschlussreich. Ach, hat sie dir nicht offenbart, wo du den Unsichtbaren findest? Doch, hat sie. Offenbart hat sie auch, dass sie sich am Blut von kleinen Kindern gütlich tut. Ich gebe zu, ich habe Gerüchte gehört, aber nicht glauben wollen. Ich will nicht darüber reden. Die Höhle liegt westlich der Stadt hinter einem See. Da müssen wir hin. Verstehe. Ich wäre jederzeit startklar. Aber... Ja, ich weiß. Du würdest immer noch lieber Sianna befreien. Um Detlefs Willen. Um euretwillen? Oh, bitte. Was im Weißen Haus passiert ist,
eindeutig seine Schuld. Dass die Straßen der Stadt mit Blut getränkt sind, auch seine. Und du machst dir Sorgen, dass jemand seine Gefühle verletzt hat? Es ist lebensgefährlich. Im zweiten Run machen wir das. Im zweiten Run. Das habe ich oft genug gesagt. Lass mich vielleicht sogar euch komplett entscheiden. Du bist mir ein guter Freund. Ich möchte nicht, dass du unnötig dein Leben riskierst. Das ist doch natürlich und liegt auf der Hand. Zumal wir eine Alternative haben. Eine sehr vernünftige. Bevor wir weitermachen. Einmal noch ganz kurz oben. Stimmt, warte, dann kann ich nämlich gleich den Teller mal kurz mit hochnehmen. Steht das hier nicht rum? Dann bin ich in 5 Minuten wieder da. Ja, ich mach danach gleich die 1. Wir wählen danach die 1. Bis gleich.